Herzlich willkommen zu unserem Seminar, wie führe ich mein Kind? Das Seminar ist zu dem Buch von Ellen White, wie führe ich mein Kind? Und wir haben heute den 16. Teil. Das Thema heißt heute, moralische Rechtschaffenheit bewahren. Ich darf euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, weil du unser Herr bist, weil du unser Schöpfer bist und unser Erlöser. Wir danken dir, dass wir in deiner Hand leben dürfen und gehen dürfen, dass du uns den Weg zeigst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Kinder haben dürfen, die du uns geschenkt hast und die wir für dich erziehen dürfen und für die Ewigkeit. Wir bitten dich, wenn wir uns jetzt Gedanken machen über die moralische Rechtschaffenheit, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass wir das verstehen, dass wir die Dinge, die wir jetzt hier hören, dass wir sie in unserem Leben umsetzen können und dass wir daran wachsen dürfen und auch unsere Kinder. Seid du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, moralische Rechtschaffenheit bewahren. Das ist ein spannendes Thema, aber auch ein Thema, was nicht so häufig heute behandelt wird. Wir haben 5 Teile. Kapitel 68, das Überhandnehmen verderblicher Laster. Kapitel 69, die Wirkung schädlicher Gewohnheiten. Kapitel 70, Warnungen und Ratschläge. Kapitel 71, elterliche Wachsamkeit und Hilfestellung. Und Kapitel 72, der Kampf um die Erneuerung. Ja, fangen wir gleich mit dem Thema Nummer 68 an, das Überhandnehmen verderblicher Laster. Ich zitiere aus dem Buch, Seite 245. Wir leben mitten in den gefährlichsten letzten Tagen. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, erkaltet die Liebe in vielen. Das Wort viele bezieht sich auf die bekennenden Nachfolger Christi. Sie werden von der beherrschenden Gesetzlosigkeit beeinflusst und fallen von Gott ab. Sie müssen sich nicht zwangsläufig beeinflussen lassen. Der Grund ihres Versagens ist die Tatsache, dass ihre Liebe zu Gott erkaltet. Daraus zeigt sich ihre Teilhaberschaft an solcher Ungerechtigkeit. Sonst würden ihre Liebe zu Gott, Eifer und Begeisterung für seine Sache nicht nachlassen. Ja, Ellen White sagt uns hier ziemlich deutlich, dass die Zeit, in der wir leben, nicht gut ist. Und das hat sie schon für ihre Zeit gesagt, vor 120 Jahren. Was sollen wir heute erst sagen? Denn ich glaube, dass die Unmoral und die Gesetzlosigkeit in der heutigen Zeit noch viel mehr nachgelassen hat und schlechter geworden ist, wie es damals vor 120 Jahren war. Ich weiß nicht, was sie schreiben würde, wenn sie heute leben würde. Aber sicherlich wäre es nicht besser. Und das bedeutet aber auch, dass wir aufpassen müssen, weil wir Kinder unserer Zeit sind, weil wir uns beeinflussen lassen von der Gesellschaft, in der wir leben, dass wir unsere moralische Integrität bewahren, dass wir auf dem guten Weg bleiben, dass wir nicht uns in den Schmutz, in das Schlechte hineinziehen lassen. Ja, viele Jugendliche sind Leseratten. Und ich weiß noch, dass über viele Jahre die Pädagogen immer wieder beklagt haben, dass die Jugend zu wenig liest. Und wenn man wenig liest, dann kann man sich auch schlecht ausdrücken und dann kann man auch nicht gut schreiben und auch dann wird der Wortschatz immer kleiner. Im Computerzeitalter und der Computerspiele hat das sehr nachgelassen. Aber als dann die Harry-Potter-Bücher rauskamen, haben auf einmal wieder Tausende und Millionen von Jugendlichen angefangen zu lesen. Und die Pädagogen haben gesagt, endlich liest unsere Jugend wieder. Obwohl natürlich die Bücher überhaupt nicht gut waren. Aber die Pädagogen sagten, die Bücher sind gut und auch wenn sie nicht gut wären, besser solche Bücher als gar nicht lesen. Aber natürlich ist das Problem an der ganzen Geschichte, wenn Jugendliche viel lesen, dann ist die Frage, was sie lesen. Denn der Lesestoff ist etwas, der uns sehr stark beeinflusst. Welche negativen Dinge können da eine Rolle spielen bei der Literatur, bei den Büchern, die man liest? Erstens, oftmals sind gerade die erregenden Liebesgeschichten etwas, was die jungen Leute anzieht. Gerade vor allen Dingen die Mädchen, noch mehr als die Jungen manchmal, so gerade Romane, die dann irgendwo Beziehungen beschreiben und Liebesgeschichten dabei sind, die ans Herz gehen und wo man so richtig mitgehen kann. Das Problem ist dabei, wenn man sich so in diese Romanwelt hineintaucht, dass man manchmal für das reale Leben untauglich wird. Manchmal ist es sogar eine Kompensation. Das heißt, wenn es in diesem Leben vieles schief geht, dann kann ich mich in meine irreale Welt flüchten und da auf einmal
da geht es und da habe ich gute Gefühle und da ist es schön und da gibt es einen Held und dann, da gibt es zwar Probleme auch, aber die werden irgendwie gelöst. Und man ist in der Gefahr, dass man sich mehr und mehr von der realen Welt zurückzieht. Erregende Liebesgeschichten sind nicht gut für uns. Schmutzige Bilder. Und das trifft vor allen Dingen meistens die Jungs eher, dass die Jungs eher visuell angeregt werden und da auch manchmal denn Dinge anschauen, auch im Internet heute Dinge anschauen, die nicht gut sind. Gerade Pornografie ist ein Problem heute in der Gesellschaft, im Internet. Vor dem Internet war das weniger ein Problem, weil wer hat sich schon Magazine irgendwo gekauft? Das war eher eine Randerscheinung. Aber im Internet muss man nur irgendwo draufklicken und schon hat man Dinge auf seinem Bildschirm, die nicht gut sind. Billige Romane, Bilder von nackten Frauen. Dadurch wird die sexuelle Lust verstärkt durch diese Dinge. Und diese Dinge machen auch vor adventistischen, christlichen Eltern, Häusern oder Familien nicht halt. Und das ist nicht nur ein Problem von Jugendlichen, obwohl Jugendliche sicherlich da noch sehr viel mehr in Gefahr stehen, sondern auch von Erwachsenen, von den Eltern. Deswegen, je mehr man sich mit diesen Dingen beschäftigt und die Dinge anschaut, desto mehr wird unsere Gesellschaft und auch wir selbst sexualisiert. Das heißt, dass die Sexualität immer eine größere Rolle spielt und natürlich dann auch alle möglichen Perversitäten und Dinge dabei etwas ausmachen, was in keine gute Richtung führt. Ja. Gott möchte, dass die Sexualität in der Ehe ausgelebt wird und nicht außerhalb der Ehe, in der Gesellschaft und im Internet. Das Herz wird verunreinigt. Das heißt, es ist nicht möglich, dass ich mir Schmutz anschaue und selber dabei sauber bleibe. Es ist das Gleiche, wie wenn ich irgendwo in der Wüste bin oder irgendwo im Schlamm bin und wenn ich mich durch den Schlamm wühle, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich hinterher sauber aussehe. Und so ist es hier auch. Es tut unserem Inneren, unserer Seele, unserem inneren Gedanken, unseren Gefühlen, unseren Einstellungen nicht gut, uns mit solchen negativen Dingen zu beschäftigen. Vor allen Dingen, weil hier auch die Sexualität in einer Form dargestellt wird, die nicht gut ist. Satan möchte, dass die Sexualität von der Familie, von der Ehe gelöst wird und nur noch als Lust empfunden wird und nicht mehr als das, was es in der Beziehung, in der Ehe sein soll. Die Moral wird verdorben und Sünde und Verbrechen nehmen immer mehr zu. Und damit sinkt der Mensch eigentlich auf die Stufe des Tieres ab. Denn die Tiere leben nach ihren Trieben, sie leben nach ihrem Instinkt und der Mensch steht über dem Tier. Und er hat moralisches Empfinden. Das heißt, dass der Mensch handeln kann nach dem, was er als gut und böse erkannt hat. Dass er ein Gewissen hat und dass sein Gewissen ihm sagt, was gut und was schlecht ist. Und dass er sich entscheiden kann, das zu tun und das andere zu lassen. Während ein Tier nur davon getrieben wird, was sein Instinkt und was sein Trieb ihm sagt, und davon wird es gesteuert. Aber viele Menschen lassen sich herab auf die Stufe des Tieres, dass sie nur noch für Bier, Sex und Fernsehen leben und damit nur noch für ihre Triebe und nicht mehr die Moral, die Vernunft in ihrem Leben die Oberhand gewinnen lassen. Ja, unsere Welt ist in einem schlimmen Zustand. Und zwar ist der Zustand, ja, man kann sagen, er nimmt ab. Die Evolution sagt ja immer, dass der Mensch immer besser wird, aber wir sehen eigentlich, dass es andersrum, dass die Moral in der Gesellschaft eher abnimmt und schlechter wird. Unsittlichkeit und Zügellosigkeit. Man könnte fast sagen, es ist wie zu Zeiten von Sodom und Gomorra. Nicht Not oder Leid, sondern die Sünde trennt Gott von seinem Volk. Gott lässt sogar manchmal Not und Leid zu, damit wir dadurch näher zu ihm kommen, damit wir mehr ins Gebet gehen, damit wir dadurch reif werden in unserem Leben. Aber Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Sünde ist das, was, ja, wo Gott, ja, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und wenn wir uns an der Sünde festhalten und die Sünde nicht lassen wollen, dann wird diese Sünde uns auch von Gott trennen. Deswegen sollten wir überlegen, wo in unserem Leben noch Sünde ist, wo wir auch für unsere Kinder ein Vorbild sind, was sie ablegen sollten. Satan greift vor allem die Jugend an. Warum? Je älter ein Mensch wird, desto mehr hat er gewisse vorgefertigte Bahnen, in denen er läuft. Denn je öfter wir Handlungen wiederholen, desto mehr wird das in unserem Gehirn
Autobahnen und tiefe Gräben hineinbrennen, dass sie automatisch nach diesen Gewohnheiten, die unser Leben beeinflussen und bestimmen, handeln. Jugendliche haben das noch nicht. Jugendliche sind schneller beeinflussbar, sind leichter für die eine, für die andere Sache auf die Seite, die eine Seite zu ziehen. Und deswegen versucht Satan gerade die Jugendlichen anzugreifen. Und Jugendliche haben manchmal stärkere Gefühle. Und wenn Satan versucht, die Gefühle von Jugendlichen anzusprechen, über Musik, über Sexualität, über verschiedene andere Dinge, dann versucht er über dieses Gefühl, dass die Jugendlichen dann nach ihren Gefühlen leben und nicht mehr nach ihrem Verstand die Kontrolle behalten. Und das ist etwas, was in der heutigen Gesellschaft sehr problematisch ist. Es gibt einen Grundsatz, der lautet: Durch Anschauen werden wir verwandelt. Und was wir denken, unsere Gedanken sind immer bestrebt, auch in die Tat umgesetzt zu werden. Und wenn wir unreine Gedanken haben, wenn wir schlechte Gedanken haben, dann wird das auch unser Reden und auch unser Handeln beeinflussen. Deswegen sollten wir überlegen, wie denke ich? Und unser Denken wird wieder beeinflusst durch das, was wir uns anschauen. Durch die Musik, die wir hören, durch die Bücher, die wir lesen, durch die Dinge, die wir uns in Filmen, im Internet anschauen. Das beeinflusst unser Denken und das beeinflusst wieder unsere Taten, unseren Charakter, unser ganzes Leben. Deswegen ist die ganze Gedankenkontrolle ganz wichtig, dass wir von vornherein überlegen, wenn ich Gedanken habe, die in eine Richtung gehen, die nicht gut sind, dass ich sie stoppen kann. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, nein, das will ich jetzt nicht denken, ich möchte in die Richtung gehen. Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unseren Köpfen kreisen. Aber wir können verhindern, dass die Vögel auf unseren Köpfen Nester bauen. Das heißt, dass manche Gedanken kommen, können wir nichts dafür. Die kommen, wenn man irgendwas sieht, wenn man irgendetwas hört. Aber wir können verhindern, dass die Gedanken sich bei uns einnisten. Und deshalb müssen wir versuchen, wenn unreine Gedanken kommen, dass wir sie zur Seite schieben, dass wir sie ersetzen durch positive, durch gute Gedanken, die in eine gute Richtung gehen. Und das ist ganz wichtig. Die Jugend ist die Gesellschaft von morgen. Das heißt, so wie die Jugend aufwächst, welche Maßstäbe sie hat, welche moralischen Grundsätze sie hat, das wird unsere Gesellschaft von morgen prägen und auch ein großes Stück weit mit in die eine und die andere Richtung ziehen. Es ist heute in der Jugend wenig Selbstbeherrschung sichtbar, sehr viel Vergnügungsliebe, Aggressivität und die Grundsätze werden immer weniger und immer kleiner. Deswegen, je mehr die Gesellschaft sich von Gott entfernt, desto mehr ist sie auch in moralischen Dingen unsauber und gottlos. In Römer 1 lesen wir, und dort die Verse 18 bis 23. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Interessant, was Paulus uns hier sagt. Er sagt, alle Menschen haben die Möglichkeit, Gott zu erkennen. In der Schöpfung, in seinen Werken, durch das Gewissen. Und kein Mensch hat dann eine Entschuldigung. Aber wenn die Menschen das ablehnen, wenn sie nicht mit Gott leben wollen, dann sagt er, dann wird ihr Leben beschmutzt, befleckt durch unreine Gedanken, durch diese unreine Gedanken, auch durch ein unreines Leben, dass man dem Nichtigen verfällt. Ja. Und dass das Herz dadurch verfinstert wird und das Leben im Endeffekt ja, keinen inneren Frieden und keine Erfüllung mehr bietet, so wie Gott es uns geben möchte. Ja, und da kommen wir zu einem Punkt, der sehr wichtig ist, der auch gerade bei Jugendlichen eine große Rolle spielt und der auch von uns Eltern beachtet werden sollte. Das Thema Selbstbefriedigung ist ein wichtiges Thema, aber es wird so gut wie gar nicht irgendwo angesprochen.
Habt ihr schon mal eine Predigt gehört oder ein Seminar gehört oder eine Jugendstunde über Selbstbefriedigung? Das Problem ist, dass in der Gesellschaft heute Selbstbefriedigung generell als harmlos, als gut angesehen wird. Im Gegenteil, viele sagen, Pädagogen sagen sogar, ja, die Jugendlichen müssen das machen, um ihre Sexualität auszuprobieren, damit sie später dann mal das auch schon Erfahrung darin haben, wenn sie dann einen Partner haben. Ellen White, die Bibel, sagen, es ist nicht gut. Und viele adventistische, viele christliche Eltern stehen irgendwo dazwischen. Sie wissen nicht, ist es jetzt gut, ist es nicht gut, ist es nur ein bisschen oder vielleicht doch nicht, und das ist nicht so ganz einfach. Aber in dem Buch, Wie führe ich mein Kind, da haben wir einige gute Ratschläge. Und ich denke, wer sich gerade über das Thema Selbstbefriedigung informieren möchte, sollte das Buch, gerade das Kapitel, was wir gerade heute durchnehmen, sollte das gründlich studieren und sich da Gedanken drüber machen und darüber beten. Ja, also Ellen White sagt, Selbstbefriedigung ist eine Sünde. Und viele stufen sie nicht als Sünde ein, damals schon nicht und heute noch viel weniger. Selbstbefriedigung wird von beiderlei Geschlecht ausgeführt. Es ist zwar in der Mehrheit, sind das die Jungs, die das tun, aber es gibt es auch genauso bei den Mädchen. Und es ist, ja, es hat einen sehr hohen Suchtfaktor. Es ist entwürdigend, es zerstört Leib und Seele. Das Feingefühl, das sittliche Feingefühl wird abgestumpft. Das heißt, dass man so das feine Gewissen darüber verliert, was ist gut, was ist nicht gut. Was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Im Groben hat man das immer noch, aber so in den feineren Dingen. Und man ist in der Gefahr, dass das Gewissen sich nicht mehr und mehr schärft, sondern dass das Gewissen mehr und mehr abstumpft. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie wir mit unserem Gewissen umgehen. Je mehr wir unser Gewissen belasten, das heißt unser Gewissen niederhalten und gegen das Gewissen handeln, desto mehr wird unser Gewissen abgestumpft werden und wir haben dann kein Problem mehr dabei, Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun würden. Wenn wir aber auf unser Gewissen hören, wenn wir mit Gott leben, mit Gott, Gottes in Verbindung sind, wird unser Gewissen immer feiner werden und wir werden immer mehr auch Dinge erkennen und sein lassen wollen, die wir vielleicht vor einiger Zeit noch nicht erkannt haben und nicht so ablegen wollten. Und jetzt kann das Gewissen uns dazu führen, dass man auch dann in seinem Charakter, in seinem Leben Fortschritte macht in der Heiligung. Und deswegen kann Selbstbefriedigung das Gewissen, unser Feingefühl abstumpfen lassen und dadurch unsere Heiligung behindern und blockieren. Es kann sogar so weit führen, dass es einen totalen Schiffbruch gibt von Körper und Geist. Und zwar, es ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn es zu einer Sucht wird. Und manche Leute sind so stark in dieser Sucht drin, dass sie aus eigener Kraft dann nicht wieder rauskommen. Und dann kann es schnell sein, dass man zu einem körperlichen und seelischen Wrack wird. Es führt zu Verrohung und Selbstzerstörung. Es führt zu vielen Krankheiten. Das wird von der heutigen Medizin abgelehnt. Aber ich denke, wenn Ellen White hier sagt, dass Selbstbefriedigung zu Krankheiten führt, dann hat das sicherlich auch seine Berechtigung. Wie genau die Zusammenhänge sind, denke ich, wird heute weder erforscht noch gewollt und noch nicht gedacht, aber es sicherlich gibt es da einen Zusammenhang. Und vor allen Dingen, es wird schnell zu einer Gewohnheit, zu einer Sucht. Und das ist nicht nur bei der Selbstbefriedigung selbst, sondern auch mit Pornografie und mit anderen sexuellen Sünden, dass es schnell einen Suchtfaktor hat und annimmt, der uns zerstört. Sucht ist immer etwas, wo man eine kurzfristige Befriedigung hat, wo es einem besser geht, wenn man das tut, aber was einem auf mittelfristig, langfristig zerstört und uns zersetzt, innerlich zersetzt. Ja, die Neigung zur Sinnlichkeit. Das heißt, unsere Gesellschaft neigt immer mehr dazu. Ob das in der Werbung ist, ob das im Fernsehen ist, im Showbusiness ist, überall wird Sexualität eingesetzt, um die Aufmerksamkeit der Menschen darauf zu lenken. Und die Menschen und die Werbeindustrie und die Filmemacher fragen nicht danach, was ist moralisch gut, sondern die fragen danach, wo habe ich die höchsten Einschaltquoten? Was bringt am meisten? Was wollen die Menschen sehen und hören? Das ist nicht immer das Gute. Und dieses starke Verlangen nach Sexualität und nach Sinnlichkeit, wenn wir dem nachgeben, wenn wir das ausleben, dann werden wir das auch an unsere Kinder vererben.
Diese Neigung zur Sinnlichkeit kann vererbt werden. Und je mehr wir, unsere Gesellschaft, dort nachgibt und das auslebt, desto mehr wird auch die nächste Generation, die dann gezeugt wird und die dann aufwächst, wird dann schon von vornherein in diese Richtung geprägt sein. Und das ist etwas, wo man dann sehen kann, was über Jahrzehnte, über mehrere Generationen dann immer mehr zu einem Problem werden kann. Ja, das Geistliche wird von Trieben verdrängt. Normalerweise sollte das geistliche Leben, was Gott uns in seinem Wort sagt, was unser Verstand uns sagt, was gut ist, was nicht gut ist, das sollte unser Leben bestimmen. Aber das wird oftmals bei der Sinnlichkeit, bei der Selbstbefriedigung von den Trieben verdrängt und beherrscht. Auch Männer und Frauen mit mächtigem Einfluss, außergewöhnlicher Klugheit und größten Fähigkeiten sind oftmals diesem Laster verfallen. Man kann nicht sagen, das ist nur die unterste Schicht, die irgendwelche Menschen mit niedriger Bildung. Nein, das findet man in allen Gesellschaftsschichten und das wird überall praktiziert. Ja. Und in der heutigen Zeit mehr und mehr auch in der Öffentlichkeit, also ich meine jetzt nicht direkt, dass man das sich selbst befriedigt, aber dass in der Öffentlichkeit Sexualität, auch außereheliche Sexualität, immer mehr Akzeptanz findet, ob das jetzt Swingerclubs sind oder andere Dinge, dass das sehr stark um sich greift, diese Dinge. Viele üben diese geheime Sucht täglich aus. Und dann wird es oftmals zu einer echten Sucht, einem echten Problem. Selbst während Vorträgen und Versammlungen, natürlich nicht während der Versammlung, aber während man eine Versammlungsreihe hält, während man eine Vortragsreihe hat, kommt es oftmals vor, dass die Teilnehmer vielleicht am Abend da irgendwie angesprochen werden vom Heiligen Geist ergriffen sind und dann Viertelstunde später, halbe Stunde später, sie dann ihrer Sucht doch wieder verfallen und dort weitermachen. Das heißt, dass der Heilige Geist, der unser Leben ergreift und erfüllt, dass das manchmal nicht in unsere Gewohnheiten durchdringt. Selbstbefriedigung wird von Jugendlichen auch weiter erzählt. Das heißt, dass wenn Jugendliche, jüngere Jugendliche oder Kinder, dann da einweihen und ihnen zeigen, wie das geht und wie man das macht und wie gut das ist und wie schön das ist und dass das also dadurch mehr und mehr Verbreitung findet. Und das ist sowieso generell so, dass das Negative oftmals schneller sich verbreitet als das Gute, als das Positive. Ja, das war Kapitel 68, jetzt kommen wir zu Kapitel 69. Die Wirkung schädlicher Gewohnheiten. Die Frage ist, welche Wirkung hat die Selbstbefriedigung? Und hier finden wir einige im Buch aufgeführt. Die Wirkung sind Depressionen und Selbstanklagen. Und ich frage mich, wenn wir in unsere heutige Gesellschaft reinschauen, dann sehen wir, dass Depressionen und Burnout immer mehr um sich greift. Und ich frage mich, ob das auch eventuell damit zusammenhängt, dass die Selbstbefriedigung immer mehr gesellschaftlich akzeptiert, sogar befürwortet wird und auch praktiziert wird. Natürlich nicht jede Depression ist durch eine Selbstbefriedigung herbeigeführt worden. Da gibt es viele andere Gründe auch. Es gibt es okkulte Hintergründe oder irgendwelche traumatischen Erlebnisse. Aber ein Thema kann sicherlich auch die Selbstbefriedigung sein, die hier mit eine Rolle spielt. Die Lebenskraft wird aufgebraucht. Selbstbefriedigung, vor allen Dingen, wenn es regelmäßig praktiziert wird und auch als Sucht fungiert, ist etwas, wo unsere Nerven, unsere Lebenskraft darunter leiden. Das Gehirn wird belastet und erschöpft. Und gerade unser Gehirn, gerade der Frontallappen, da ist ja der Sitz unseres Gewissens, unserer moralischen Empfindens und unseres Verstandes und unserer Entscheidungskraft, unseres Willens, das wird geschädigt. Und gerade der Frontallappen ist so wichtig, dass man da starken Willen hat und auch sich selbst und sein Leben seine Entscheidungen im Griff hat. Psychosomatische Krankheiten sind auch etwas, was hier eine Rolle spielt. Das heißt, dass wenn die Psyche nicht mehr so ganz glücklich ist und nicht mehr so ganz in sich selber ruht und den inneren Frieden hat, dann kommen auch schnell Krankheiten, körperliche Krankheiten, die diese Psyche als Grund haben. Leber- und Lungenleiden, Nervenentzündungen, Rheuma, Wirbelsäulenerkrankungen, Nierenschäden und Stoffwechselstörungen können alles von
Selbstbefriedigung kommen. Das wird natürlich, wie ich schon mal sagte, auch von der heutigen Medizin abgelehnt. Die lächeln sogar darüber oder schimpfen darüber. Aber ich denke, Gott hat Ellen White sicherlich einige Dinge gezeigt, die man nicht von der Hand weisen sollte. Natürlich kann das auch dazu führen, wenn der Körper aufgezehrt wird von jahrelangen Selbstbefriedigung, dass das auch zu einem frühzeitigen Tod führen kann. Selbstmord ist nicht schlimmer, als das Leben langsam zu zerstören. Genauso wie auch das Rauchen oder der Alkohol. Das sind eigentlich Selbstmord auf Raten, weil man sein Leben nicht sofort ein Ende setzt, sondern mit jedem Stück Alkohol, mit jeder Zigarette, man die Lebensqualität, aber auch die Lebenslänge reduziert. Und ich denke, viele Menschen würden sagen, ja, mich selbst umbringen würde ich ja niemals tun. Aber Gewohnheiten zu haben, die eigentlich die gleiche Wirkung haben, nur eben vielleicht nicht sofort, sondern ein bisschen auf mittelfristig, langfristige Dauer, da sehen Sie keine Probleme drin. Nicht nur bei allen schwächlichen Jugendlichen, also nicht bei allen schwächlichen Jugendlichen, so muss man sagen, ist die Ursache Selbstbefriedigung. Es gibt auch manche Jugendliche, die haben schlechte Erbanlagen mitbekommen oder sind sonst schwächlich veranlagt. Aber Selbstbefriedigung führt dazu, kann dazu führen, dass man schwächer wird, aber man darf niemals den Rückschluss führen, dass man sagt, wenn jemand schwächlich ist, muss er also Selbstbefriedigung tun. Das sehen wir auch beim Hiob, dass Hiob ja auch krank war, aber seine Krankheit kam nicht durch sein Fehlverhalten, sondern wir kennen die Dinge, hat er andere Ursachen. Manche müssen an Krankheiten leiden, ohne selbst dafür verantwortlich zu sein. Es gibt wirklich Menschen, die schwer krank sind. Manche sind schwer krank durch ihr eigenes Fehlverhalten, durch falsche Ernährung, durch falsche Lebensgewohnheiten und so weiter. Oder auch durch Selbstbefriedigung. Aber es gibt auch Menschen, die sind krank, schwer krank und haben keine eigene Schuld daran. Sondern das ist einfach, weil sie genetische Dinge mitbekommen haben oder weil wie bei Hiob, Satan sie angreift oder Gott das zulässt oder aus welchem Grund auch immer. Oder auch andere Menschen vielleicht etwas ihnen angetan haben oder sie darunter leiden müssen. Deswegen kann man nicht immer sagen, wenn jemand krank ist, muss er also irgendetwas Schlimmes gemacht haben. Aber Selbstbefriedigung zerstört die Willenskraft. Warum? Weil die Selbstbefriedigung auf den Frontallappen wirkt und der Frontallappen, dort ist der Sitz des Willens. Und Gott möchte unsere Willenskraft ja stärken. Es geht ja in der Erziehung nicht darum, dass wir den Willen des Kindes brechen, sondern es geht darum, dass der Wille des Kindes mit Gottes Willen in Übereinklang gebracht wird. Und dann möchte Gott den Willen stärken. Denn je stärker unser Wille ist oder der Wille des Kindes ist und eine gute Richtung geprägt ist, desto mehr wird das Kind, wenn schlechte Einflüsse kommen, Nein sagen können. Kinder, die keinen starken Willen haben, sagen immer überall hier und dort überall Ja und sind dann ganz schnell in irgendwelchen Verführungen und irgendwelchen Dingen drin, die ihr Leben zerstören. Deswegen, Jesus hat auch einen starken Willen gehabt und die Selbstbefriedigung zerstört die Willenskraft. Das heißt, wenn wir einen starken Willen haben wollen, dann müssen wir das sein lassen. Sie hindert uns in der Charakterentwicklung. Gerade die Charakterentwicklung ist in der Heiligung, Jesus ähnlicher zu werden, gerade in der Endzeit besonders wichtig. Deswegen ruft Gott uns auf, dass wir auch gerade in der Endzeit, in der Heiligung Fortschritte machen und diese Dinge, Pornografie, Selbstbefriedigung und sexuelle Reize, dass wir das sein lassen. Gott möchte, dass wir unsere Triebe Gott unterordnen, dass wir unser Verstand ihm unterordnen, dass wir nicht nach unseren Maßstäben leben, nicht nach unseren Trieben leben, sondern dass wir nach Gottes Wort leben, nach Gottes Richtschnur, dass das für uns den ersten Platz hat, weil das unser Leben gut tut. Wenn wir mit Gott verbunden sind, wird unser Leben erfüllt werden mit Freude, mit Frieden, mit Glück und vor allen Dingen mit einer Führung Gottes für unser Leben, dass wir ein Ziel haben. Und die Triebe und unser Verstand wird uns sicherlich in eine falsche Richtung führen. Salomo sagt nicht umsonst, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt, wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen, auf unsere Gefühle, auf unsere Triebe verlassen, dann sind wir verlassen. Viele Nachfolger Christi sind von ihren perversen Trieben versklavt.
Das heißt, sie kommen nicht mehr los davon. Es ist eine Sucht für sie. Und das ist ein Problem. Und da brauchen sie Gottes Hilfe. Aber Jesus kann freimachen. Genauso wie er von okkulten Belastungen freimachen kann, kann er auch von jeder Sucht freimachen. Das geistliche Leben wird schwach. Wir haben ein schlechtes Gewissen, weil unser Gewissen uns sagt, das war nicht gut. Man vernachlässigt meistens das persönliche Gebet. Das Vertrauen zu Gott sinkt. Wir können immer noch zum Gottesdienst gehen und immer noch nach außen einen guten Eindruck machen. Aber manchmal ist es, wenn man Selbstbefriedigung macht, dass dann diese Dinge, das schlechte Gewissen, das vernachlässigte Gebet, das Vertrauen zu Gott, was wieder sinkt, dass das unser geistliches Leben zerstört und am Ende tötet. Wir haben keine Freude mehr an Gottes Geboten. Auf einmal finden wir sie als Last, weil wir ja auch sowieso das eine nicht halten wollen, wegen der sexuellen Problematik. Und dann kommt schnell, dass man es überträgt auf die anderen Gebote Gottes auch und da auch sie im negativen Licht sieht. Und dann fängt man auf einmal an, dass man nur noch äußere Formen der Frömmigkeit hat. Dass man nicht mehr wirklich von ganzem Herzen dabei ist und sich für Jesus und für Gottes Werk einsetzt. Gott möchte unser ganzes Herz, Gott möchte, dass wir ganz mit ihm leben und konsequent und nicht nur nach außen hin. Und gerade dieser äußere Schein der Frömmigkeit, diese Heuchelei nennt man das auch, ist etwas, was Kinder massiv abstößt. Das ist eine der Hauptursachen, warum Kinder von gläubigen Eltern nicht mehr an Gott glauben wollen, wenn sie sehen, dass die Eltern oftmals heucheln oder das nicht ehrlich meinen. Ein geistliches Absterben findet statt. Und manche ernste Botschaften, die sie aufrütteln sollen, erreichen ihr Herz nicht. Weil ihr Herz zu ist, weil es nicht aufnahmebereit ist für diese Botschaften. Und es kommt noch ein Verlust an Selbstachtung. Wenn ich so eine Sucht habe und ich sage mir, ich will es jetzt nicht mehr und ich mache es doch immer wieder, dann verliert man irgendwann die Achtung vor sich selbst. Und das führt dazu, dass eigene Selbstwertgefühl runtergeht und auch dann der Wille abnimmt und dass mein ganzes Leben davon negativ beeinflusst wird. Ein Zitat aus dem Buch Wie führe ich mein Kind, Seite 250. Dort heißt es: Die sittliche Kraft ist besonders schwach, wenn sie gegen eingefahrene Gewohnheiten eingesetzt wird. Wenn unreine Gedanken die Fantasie beherrschen, ist die Versuchung fast unwiderstehlich. Wenn der Geist gewöhnt wäre, über erhebende Themen nachzusinnen und die Fantasie darin geübt, reine und heilige Dinge zu betrachten, dann würde der Mensch die Versuchung erkennen. Er würde sich an das Reine und Heilige halten und könnte nicht vom Niedrigen, Verdorbenen und Gemeinen überwältigt werden. Ganz wichtig. Das heißt, wie kann ich mich schützen davor, indem ich gewohnheitsmäßig mich mit den positiven Dingen beschäftige? Was bringt mich Gott näher? Ich denke, selbst viele Sachen, die jetzt nicht direkt Sünde sind, aber wenn ich sehr viel Nachrichten schaue, sehr viel Zeitungen lese, sehr viel mich beschäftige mit den negativen Dingen dieser Gesellschaft, dann wird es auch mein Denken und mein Empfinden beeinflussen. Wenn ich mich aber mit positiven Dingen beschäftige, mit Gott, mit Gottes Wort, mich von Gott, von Gottes Wesen, mit Gottes Charakter, mit Gottes Erlösungsplan, dann wird das mein Leben beeinflussen und bereichern und stärken und mein Vertrauen in Gott stärken und ich werde mehr erfüllt vom Heiligen Geist und ein glücklicheres, besseres Leben haben können. Paulus sagt im 1. Korinther 6, Vers 19 und 20: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Und auch in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16, 17 heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Gott möchte in uns wohnen, der Heilige Geist möchte in uns wohnen. Wir gehören Gott, weil er uns geschaffen hat und weil er uns erlöst hat. Und weil wir auch ihm unser Leben übergeben haben. Und deshalb sollen wir auch mit unserem Körper so umgehen, dass wir Gott damit die Ehre geben. Dass wir unseren Körper nicht zerstören, sondern dass wir im vollsten Sinne unserer Kräfte sind und unseres Verstandes und unserer Gefühle. Und dazu sollte man dann auch die Gesundheitsprinzipien kennen und ausleben. Diese 8 Punkte, New Start, sind ganz wichtig und beim Ausleben dieser Dinge. Aber die Selbstbefriedigung ist das, was genau dem entgegensteht, was das blockiert und was unsere Gesundheit behindert und uns schwächt. Und deswegen ist es etwas, was Sünde ist, sagt Ellen White, was Gott aus unserem Leben mehr und mehr verdrängt.
Kapitel 70, Warnungen und Ratschläge. Ellen White wurden viele Fälle gezeigt, in Träumen und Visionen. Und sie hatte manchmal auch die Leute direkt angeschrieben, sie hat die Aufgabe gehabt, die dann auch ihnen zu sagen, was Gott über sie denkt und warum manche, was sie tun, nicht gut ist. Und Schrecken erfüllte sie, als sie sah, wie der Zustand vieler Adventisten war. Gott hat ihr manches gezeigt, was die Adventisten denn so heimlich tun. Und da war sie ganz schockiert, weil sie das gar nicht für möglich gehalten hat. Und ich glaube, dass das heute nicht viel anders ist. Auch heute ist es so, dass viele Adventisten zwar wissen, was gut ist, aber doch etwas tun, wenn niemand hinguckt, wo sie sagen, naja, sieht das sowieso keiner und das ist auch nicht so wichtig. Und dann auf einmal Dinge tun, die Gott nicht möchte. Und auch gerade auf sexuellem Gebiet, da von unserer Gesellschaft geprägt sind und da abweichen von Gottes Weg. Viele Eltern wissen nicht, dass die geheime Sucht in ihren Kindern das Bild Gottes zerstört. Gott möchte sein Bild in uns wiederherstellen. Und je mehr wir mit Gott leben, uns mit ihm beschäftigen, mit seinem Wort beschäftigen, desto mehr wird auch er in uns Gestalt annehmen und uns wieder an Gottes Bild zurückverwandeln. Aber gerade Selbstbefriedigung ist etwas, was diesen Prozess der Heiligung und des Gottesbildes ähnlich werden, bremst bzw. ganz unmöglich macht. Deswegen geht das sogar eher so rum, dass jemand, der Selbstbefriedigung praktiziert, dass in ihm Gottes Bild zerstört wird. Das heißt, dass er mehr auf die Stufe des Tieres sinkt, anstelle, dass er mehr und höher steigt, Gott ähnlich zu werden. Eltern sind oft zu nachgiebig. Das heißt, dass sie den Kindern Dinge erlauben, die für sie nicht gut sind. Weltliche Einflüsse müssen von den Eltern in Schranken gewiesen werden. Sie müssen moralische Unabhängigkeit bewahren. Warum? Weil Kinder das nicht selber können. Die meisten Kinder können die selbst für sich Grenzen und Schranken setzen, und zu sagen, hier, das ist jetzt gut und weiter gehe ich nicht. Sondern die Kinder brauchen den Rückhalt der Eltern. Das muss man mit ihnen zusammen besprechen und sagen, hör mal zu, warum ist es nicht gut, warum gehst du da nicht hin, warum haben wir hier eine Grenze, warum machen wir das da nicht mit. Das ist wichtig, dass Kinder das lernen, dass uns darum beten, dass Gott ihnen Kraft gibt, da auch einen guten Weg zu gehen. Und da ist die Selbstbefriedigung wieder etwas, was dem entgegensteht, was die Jugendlichen von Gott wegbringt und von Gott entfernt. Wer seine fleischlichen Lüste befriedigen will, kann kein Christ sein. Das heißt, der alte Mensch, wo auch die fleischlichen Lüste mit dabei sind und die Oberhand gewinnen wollen, sagt Paulus, der muss sterben, aber er sagt, ich sterbe täglich. Das heißt, natürlich ist es so, dass Sexualität etwas ist, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, was auch gut ist und was auch in einem gesunden Rahmen, auch in der Ehe, ausgelebt werden soll und darf, weil es ein Teil unseres Lebens ist. Aber Satan hat es geschafft, die Sexualität so weit zu pervertieren, dass er sie erstens aus dem Rahmen der Ehe herausnimmt, zweitens, dass er sie aus der Beziehung herausnimmt, denn die Sexualität ist ein Teil der intimen Beziehung von Mann und Frau, sondern dass er sie davon loslöst und nur noch auf Gefühle und auf Triebbefriedigung aus ist und dass damit eigentlich auch das geistliche Leben mehr und mehr zerstört wird. Diener Christi mit höheren Dingen sollten sich mit höheren Dingen befassen, über bessere Themen nachdenken, weil sie das nach oben zieht. Und man sollte vor allen Dingen die Kinder und Jugendlichen aufklären über die Selbstbefriedigung. Denn natürlich, Kleinkinder muss man darüber noch nicht aufklären, aber wenn sie in ein bestimmtes Alter hineinkommen, wo sie auch in der Schule darüber hören, darüber sprechen oder auch sonst in der Gesellschaft von ihren Freunden davon angesprochen werden, dass sie wissen, was das ist und warum das nicht gut ist. Denn wenn sie Freunde haben, die keine Christen sind und die ihnen das dann zeigen und sie da einführen in diese Sachen, woher sollen sie wissen, dass das nicht gut ist? Das muss man ihnen sagen und auch ihnen zeigen, warum das nicht gut ist und auch wie man das lassen kann, wenn man schon drin ist. Es war mal folgende Fall gewesen. Jemand hat Ellen White gebeten, für diese Person zu beten, dass sie gesund wird. Diese Person war krank, schwer krank und brauchte unbedingt eine Heilung und ein Gebet. Und er hat Ellen White gefragt, dass sie für ihn beten sollte. Gott zeigte ihr im Traum, dass diese Person durch Selbstbefriedigung krank geworden ist. Ist interessant übrigens. Wenn unsere heutige Gesellschaft sagt, Selbstbefriedigung hat keine negativen Auswirkungen, wieso zeigt Gott denn Ellen White in einem Traum, dass eine bestimmte Person krank war durch Selbstbefriedigung? Deswegen hat das schon, denke ich, deutliche Hinweise und deutliches
ja, Dinge, die wir für uns beachten sollten. Und deswegen hat sie das Gebet für diese Person abgelehnt, weil sie sagte, wenn du jetzt gesund wirst, wirst du das Zeichen davon sehen, dass Gott mit dir ist und dass Gott auch dein Verhalten gut heißt. Und dann, wenn du dann weitermachst mit dieser schlechten Gewohnheit, mit dieser Sucht, dann wirst du hinterher automatisch wieder krank werden, weil ja dieses Verhalten als natürliche Folge, als Naturgesetz, dass du dann wieder krank wirst. Und wieso sollte Gott dich heilen, wenn du denn durch deine falschen Gewohnheiten dann doch wieder krank wirst? Deswegen hat sie gesagt, ich bete nicht für dich. Deswegen sagt sie, wenn jemand so krank ist und die Ursache tatsächlich in diesen Dingen liegt, dann sollte er das einsehen und Gott bekennen und dann vergibt Gott auch. Und dann sollte er aber auch die Entscheidung treffen, dass er das ändert in seinem Leben, dass er das anders macht. Ich wünschte, dass solche Fälle selten wären, schreibt sie, gerade von dem, was sie vorher geschrieben hatte. Aber ich weiß, sie sind häufig. Das heißt, dass wir krank werden durch Selbstbefriedigung, sagt sie, schreibt sie selbst, solche Fälle sind häufig. Ich denke, in der Gemeinde, aber sicherlich noch mehr in der Gesellschaft. Weitere Beispiele. Ein Christ konnte diese Sucht nicht überwinden und starb daran, schreibt sie. Eine verwöhnte Tochter hatte heimlich Selbstbefriedigung geübt. Ihre Eltern haben das nicht mitbekommen, nicht gesehen. Und dadurch kam dann durch die Selbstbefriedigung dann unreines Denken, verdorbene Fantasie. Und das hat ihr Leben zerstört. Aber Gott kann uns den Sieg schenken. Gott kann und will uns den Sieg schenken. Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, dann macht er wirklich frei. Gott kann uns von jeder Sucht befreien. Und manche Süchte sind so stark, dass wir aus eigener Kraft da nicht rauskommen. Aber Gott kann es tun. Auch durch so einen engen Umgang werden Kinder und Jugendliche zu sehr sexuell erregt. Das heißt, man sollte auch schauen, wie eng soll der Kontakt sein, gerade in der heutigen Zeit, wo sexueller Missbrauch sehr stark in aller Munde ist, ist das gut, dass man darüber spricht und dass man auch überlegt, wo sind die Grenzen, die wir hier ziehen müssen. Ja? Die Kinder sind nicht dazu da, dass sie die sexuellen Bedürfnisse der Erwachsenen befriedigen, sondern die Erwachsenen müssen da sehr zurückhaltend sein. Ja, auch nicht zu engen Umgang haben mit den Kindern. Das heißt, dass man da eine gewisse Grenze, einen gewissen Abstand hat. Ein Zitat aus dem Buch, Wie führe ich mein Kind, Seite 255. Täuscht euch nicht mit der Behauptung, dieses Problem würde euch im übertriebenen Licht dargestellt. Ich habe nichts übertrieben. Ich habe Tatsachen aufgezeichnet, die der Prüfung des Gerichtes standhalten werden. Wacht auf, ich flehe euch an, bald ist es zu spät. Legt eure Fehler ab, damit ihr mit euren Kindern dem allgemeinen Verderben entgeht. Geht an die Arbeit, lasst euch von jedem Lichtstrahl helfen, der auf eurem Pfad fällt. Beginnt eure Charaktere und euer Herz zu durchforschen, erstündet ihr vor Gott. Bevor Eltern sich nicht aufmachen, gibt es keine Hoffnung für ihre Kinder. Wieder das Prinzip, was ganz wichtig ist, nämlich erst die Eltern und dann die Kinder. Wenn die Eltern verdorben sind, wie kann man von den Kindern erwarten, dass sie rein sind? Deswegen, Gott möchte, dass, wenn wir unsere Kinder erziehen, dass wir zuerst uns selbst erziehen. Dass wir selbst einen guten Weg gehen, dass wir in der Heiligung Fortschritte machen, dass wir Dinge in unserem Leben, die nicht gut sind, wegtun. Und dann, wenn wir einen guten Weg haben, dann können wir ein Vorbild für unsere Kinder sein. Denn die Kinder machen uns alles nach, was wir machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Richtige und das Gute machen. Und dass wir darum kämpfen. Kapitel 71, elterliche Wachsamkeit und Hilfestellung. Man sollte die Kinder von klein auf Selbstbeherrschung lehren. Warum? Weil Selbstbeherrschung das Gegenteil von Selbstbefriedigung ist. Selbstbefriedigung heißt, dass ich sage, ich kann, wenn ich will, meine eigenen Triebe, meine eigenen Bedürfnisse jederzeit erfüllen und jederzeit das tun, was ich will. Selbstbeherrschung heißt, ich kann um der guten Sache willen auch auf Dinge verzichten. Ich muss nicht alles sofort haben. Und verzichten heißt auch reif werden. Jemand, der
nicht warten kann, jemand, der nicht verzichten kann, der das nicht gelernt hat, ist nicht reif fürs Leben. Ja. Denn das Leben ist nun mal so, dass es immer Dinge gibt, die andere haben, die wir nicht haben. Dass es Dinge gibt, wo wir enttäuscht werden. Dass es Dinge gibt, wo wir lernen, dass unsere Wünsche nicht sofort befriedigt werden. Das ist wichtig. Selbstbeherrschung. In den Sprüchen finden wir gerade über die Selbstbeherrschung sehr viele Sprüche, die sehr gut und wichtig sind. Da steht zum Beispiel, ein Mann, der sich selbst beherrscht, ist besser als ein Starker, der eine Stadt erobert. Warum? Wenn ich eine Stadt erobere, dann kann ich ein Krieger sein, dann kann ich auch eventuell cholerisch oder aufbrausend und gewalttätig sein. Und wenn ich die Stadt erobert habe, aber mein Leben nicht in den Griff kriege, was nützt es mir? Aber jemand, der sich selbst kontrollieren kann, der auch unter Gefahren, unter schwierigen Umständen sich selbst beherrschen kann, das ist jemand, der wirklich stark ist. Ja. Ich denke an Simson. Simson war äußerlich stark. Gott hat ihm die Stärke gegeben, als sogar übernatürliche Stärke. Aber sein eigenes Leben hat er nicht in den Griff bekommen. Ja, deswegen ist es besser, dass man sein eigenes Leben konsequent und gut mit einem starken Willen und einer starken Selbstbeherrschung kontrollieren kann, als dass unser Leben irgendwo im Chaos endet. Natürlich ist es so, Gefühle und diese Dinge gehören dazu zum Leben, aber sie dürfen nicht über unser Leben bestimmen. Die Richtung gibt unser Verstand, unser Wille und unsere Persönlichkeit selber und nicht unsere Triebe. Falsche Gewohnheiten sollten wieder abgewöhnt werden. Das ist Folgendes: Je länger eine Gewohnheit schon da ist, desto schwieriger wird sie, sie wieder abzugewöhnen, weil sie sich eingegraben hat wie eine Autobahn in unser Gehirn. Deswegen ist es bei Kindern so, je früher man falsche Gewohnheiten angeht und korrigiert, desto leichter ist es. Manchmal sagen aber die Eltern, naja, bei den kleinen Kindern, bei den 2- und 3-Jährigen, ja, die sind noch so klein, wenn sie älter werden, dann wird das schon irgendwie besser werden. Nein, wird nicht. Es gibt ein Sprichwort in Deutschland, das lautet, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das heißt, was wir als Kinder nicht lernen, wie sollen wir es als Erwachsene lernen, wenn wir das dann schon als Kinder so eingeprägt bekommen haben, dass wir unser Leben danach ausrichten. Deswegen sollte man falsche Gewohnheiten gleich wieder abgewöhnen, so schnell wie möglich. Mütter müssen wissen, welche Gewohnheiten ihre Kinder haben. Wenn sie nicht wissen, was unsere Kinder tun, wie sollen sie denn auch gegensteuern können? Deswegen ist es wichtig, dass die Eltern, dass die Mütter Zeit haben für ihre Kinder, dass sie beobachten können, dass sie mit ihnen reden können, dass sie mit ihnen in engem Kontakt sind und dass die Kinder ihnen auch alles anvertrauen, was sie auf dem Herzen haben. Und dann kann man auch gemeinsam darüber beten, nach Lösungen suchen, nach Lösungen finden und Gott kann sie geschenken. Viele Kinder und Jugendliche, Teenies und Jugendliche praktizieren Selbstbefriedigung. Und es verstärkt sich mit den Jahren. Es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, wenn sie dann älter werden, wenn sie dann junge Erwachsene sind, dann wird es irgendwann schon von selbst aufhören. Nein, es gibt genauso auch viele Erwachsene, die das praktizieren, weil sie das einfach von ihrer Jugend her gewohnt waren und nicht lassen konnten. Hier ist ein Satz, der schon sehr interessant ist. Das heißt es, viele hätten gerettet werden können, wenn sie aufgeklärt worden wären. Das heißt, viele Jugendliche wissen gar nicht, was das bedeutet und welche Gefahren das hat und warum man das nicht machen sollte. Und wenn man sie aufgeklärt hätte, dann hätten sie das lassen können und sie wären gerettet worden für die Ewigkeit. Das heißt, dass Gott das nichts verbietet, einfach so, weil er Spaß daran hat, uns den Spaß zu verderben, sondern Gott sagt es, weil es Sinn macht, weil diese Gewohnheit Leben zerstört. Und Gott möchte nicht, dass wir zerstört werden, Gott möchte, dass wir erfülltes Leben haben, ein gutes Leben haben. Und deshalb möchte er, dass wir auch unsere Kinder darüber aufklären, ihnen sagen, warum das nicht gut ist und dass wir mit ihnen darüber beten, dass sie auch diese Dinge lassen können. Böses lernt sich leicht, aber es ist schwer, es wieder auszumerzen. Also das Böse muss man den Kindern nicht beibringen. Das können die von selber. Von daher ist das Böse oftmals, ja, kommt aus dem menschlichen Herzen heraus. Und das ist auch bei den Kindern, ja, weil der Mensch von Natur aus auch den Hang zum Bösen hat. Aber es ist schwer, das Böse wieder rauszureißen. Wir haben auch einen großen Garten und wenn man da Unkraut rupft, das Unkraut ist sehr verschieden. Manches Unkraut muss man nur rausziehen und dann ist es weg. Und dann kommt es auch nicht wieder.
Manches Unkraut, wenn man das rauszieht, bricht es in der Wurzel ab, zum Beispiel Giersch, bricht den meist in der Wurzel ab und dann sind aber in der Erde noch diese weißen Wurzeln noch drin, die dann so quer über die ganze Erde sich vernetzen. Und solange das noch in der Erde drin ist, kommt es immer wieder raus, das Zeug. Da kann man noch so viel wegrupfen und machen, wie man will. Wenn man die Wurzel nicht entfernt, kommt es immer wieder. Und so ist es auch hier. Das Böse muss mit der Wurzel ausgemerzt, ausgerottet werden. Wenn ich nur versuche, an den Symptomen ein bisschen rumzudoktern und sage, na okay, ich versuche es im Griff zu halten und nicht zu oft zu machen und vielleicht da, die Wurzel, an die Wurzel gehen. Wenn Kinder Selbstbefriedigung üben, lügen sie oft, um es zu verbergen. Wenn man sie darauf anspricht, dann wollen sie es nicht wahrhaben, sie wollen es nicht zugeben und dann lügen sie und dann werden sie nochmal belastet. Deswegen ist es wichtig, dass man da sensibel und sehr mit Feingefühl dran geht. Helft euren Kindern, diese Gewohnheit zu überwinden. Betet für sie. Gerade wenn sie Teenies sind, dann ist es wichtig, dass man, ja, dass das Vertrauensverhältnis da ist, dass sie merken, wir sind für sie da und wir haben sie lieb. Gott wird euch Weisheit geben. Er wird euch Weisheit geben, im Gespräch mit den Jugendlichen und auch ihnen euer Herz zu zeigen und euer Verständnis und eure Hilfe anbieten. Bedrängt eure Kinder nicht. Wenn wir Druck auf die Kinder ausüben, Druck ist immer schädlich. Je mehr Druck wir ausüben, desto mehr werden die Kinder sich zurückziehen und sich verschließen. Und wenn sie dann älter sind, machen, was sie wollen. Oder sie brechen gleich aus und sagen, was hat mein Vater, meine Mutter mir noch zu sagen und machen gleich, was sie wollen und brechen aus. Druck führt entweder zu Gegendruck oder zum Ausweichen oder zur Flucht. Deswegen ist Druck nie gut. In der Ehe nicht, in der Erziehung nicht und auch in der Gemeinde nicht. Gott möchte es nicht. Ja. Gott möchte durch Liebe beeinflussen, überzeugen und verändern. Unterweist eure Kinder beherrscht und liebevoll. Das heißt, dass wir nicht selber aus der Haut fahren und darüber wütend und ungeduldig werden. Das wird die Kinder nicht überzeugen. Aber wenn man mit ihnen darüber spricht und ihnen das zeigt und ihnen das erklärt, und dass sie merken, dass man sie lieb hat, warum man das ihnen sagt, dann werden sie auch dem gerne folgen wollen. Ein Zitat, 257 aus dem Buch Verführe ich mein Kind. Als gläubige Mütter solltet ihr sie davor schützen, nachteilig beeinflusst zu werden, wenn sie mit Spielkameraden zusammen sind. Bewahrt sie wie kostbare Juwelen vor den verderblichen Einflüssen dieser Zeit. Ihr könnt nicht immer vermeiden, dass sie mit Kameraden umgehen, deren Gesellschaft ihr nicht wünscht. Lasst diese Kinder auf Besuch zu euch kommen, wenn ihr dabei seid. Erlaubt es auf keinen Fall, dass diese Kameraden im gleichen Bett oder im Zimmer mit euren Kindern übernachten. Es ist viel einfacher, einem Übel vorzubeugen, als es hinterher zu beseitigen. Manche Kinder von christlichen Eltern, von gläubigen Eltern, haben dann irgendwo bei ihren Freunden übernachtet oder bei irgendwelchen Jugendlagern oder irgendwelchen Teenie-Freizeiten und haben dann das kennengelernt, gerade auf sexuellem Bereich, und sind dann für ihr Leben abgedriftet auf eine falsche Bahn. Deswegen, was hier steht, guckt, dass wenn sie Kameraden haben, die keinen guten Einfluss haben, dass nicht euer Kind zu denen hingeht, sondern dass das Kind zu euch kommt und dann könnt ihr ein Auge drauf haben und könnt das Ganze ein bisschen korrigieren und auch entsprechend eingreifen. Wenn sie aber woanders sind oder sogar gemeinsam übernachten irgendwo, dann ist das unkontrolliert und führt zu viel Verdruss und viel Herzeleid. Auch das Essen ist wichtig dabei. Gesundes Essen ist wichtig, auch gerade für die Frage der Sexualität und der Moral. Fettes und reizstarkes Essen stärkt sinnliche Triebe. Zum Beispiel auch gerade Eier. Wenn jemand viele Eier isst, das stärkt auch die sinnlichen Triebe. Deswegen sollte man da auch nicht zu fett essen und auch manche Nahrungsmittel, die den Sexualtrieb stärken, auch nicht zu viel essen. Unmäßigkeit im Essen ist das Gleiche. Unmäßigkeit im Essen steht gegen Geduld und Selbstbeherrschung. Wenn wir zu viel essen und ständig essen und uns nicht beherrschen können, dann werden wir auch in unserem Leben wenig Geduld aufbringen können und auch die Selbstbeherrschung wird nachlassen. Und wenn die nachlässt, Selbstbeherrschung, dann ist wieder die Gefahr der Selbstbefriedigung als Sucht umso größer. Fleisch stärkt die sexuellen Leidenschaften. Deswegen sagt Ellen White auch, wir sollten auf Fleisch verzichten. Ja, weil Fleisch essen
in uns den Sexualtrieb stärkt. Sauberkeit. Es ist wichtig, dass wir sauber sind, dass wir einen sauberen Körper haben, dass wir regelmäßig unseren Körper pflegen, duschen und baden, dass wir saubere Kleider haben, die nicht einengend sind. Und wenn unsere Kleider, wenn unser Körper sauber ist und wir uns sauber fühlen, dann ist es auch viel leichter, unsere Gedanken sauber zu halten. Aber wenn man sich äußerlich schon schmutzig fühlt, dann ist es auch viel größer die Gefahr, dass man auch in Gedanken schmutzig wird. Bewegung ist wichtig. Bewegung hilft dazu, dass Energie rausgelassen wird, dass man sich austobt, dass man Sport macht und andere Dinge. Und das führt dazu, dass auch der Sexualtrieb nicht so stark wird. Dadurch kann der Sexualtrieb auch gedämpft werden und unter Kontrolle bleiben. Und Müßiggang meiden, das ist meistens so. Müßiggang, das heißt, wenn man nichts zu tun hat. Deswegen ist auch das Sprichwort, Müßiggang ist alle Laster Anfang. Als der David beschäftigt war, da hat er gekämpft, hat er Sachen gemacht, regiert und so weiter. Als er älter geworden ist und nicht mehr in den Kampf gezogen ist, ja, dann hat er sich umgeschaut, hat er nichts zu tun gehabt. Und hat er dann die Bathsheba da gesehen, mit ihr eine Affäre angefangen. Von daher ist das ist Müßiggang für Kinder nicht gut. Ja. Wenn Kinder beschäftigt sind, wenn sie eine Arbeit haben, wenn sie Hobbys haben, wenn sie Sport machen, ist es gut, ist wichtig. Man sollte die Kinder beschäftigen. Ja. Und Kinder haben normalerweise Interesse und auch einen inneren Antrieb, Dinge zu tun und auch aktiv zu sein. Gott segne unsere Anstrengungen. Gott will ja, dass es uns gut geht, dass es unseren Kindern gut geht. Deswegen wird er auch segnen, wenn wir für sie beten und mit ihnen reden und für sie wirken, dass sie einen guten Weg gehen und diese Dinge lassen können. Kapitel 72, der Kampf um die Erneuerung. Wenn jemand das lassen möchte, dann ist der erste Punkt, dass er das wirklich bereut. Es ist egal, welche Sünde das ist in unserem Leben, dass wir aufrichtige Reue haben. Was ist der Unterschied zwischen aufrichtiger Reue und falscher Reue? Aufrichtige Reue bereut die Tat selbst, dass ich sage, ich will das nicht mehr tun, ich will das sein lassen, ich will davon loskommen. Falsche Reue bereut nur, dass sie erwischt worden, aber sie hat Lust und Spaß an der Sache und möchte das weitermachen, hat sich entschieden, ich will das weiter so tun. Ja. Und wenn wir diese Sache selber bereuen und das Gott sagen, dann kann er uns auch erneuern. Das heißt, dass er uns ein neues Herz gibt. Die Kraft dazu, zur Überwindung, kommt von Gott. Aber die bekommen wir nur, wenn wir auch darum beten. Ohne Gebet kann kein Mensch überwinden. Und wir sind oftmals so schwach in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben, weil wir zu wenig beten. Das Gebet macht einen Unterschied, dass wir Kraft bekommen, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu anderen Menschen, die nicht gut, keinen guten Einfluss auf uns haben, aber auch zu Dingen, die unser Leben zerstören. Gott möchte eine vollkommene Heiligung in uns und mit uns. Dass wir entschlossene Anstrengungen machen, den guten Weg zu gehen. Gott macht nicht das für uns, was wir selber tun können. Wir sollen eine Entscheidung treffen und uns dafür einsetzen, auch so zu leben. Und Gottes Teil ist dann, dass er uns die Kraft dazu gibt, dass er uns motiviert, dass er unsere guten Entscheidungen stärkt, dass unser Vertrauen zu ihm stärkt, dass wir seinen Willen besser erkennen können und dass wir dann besser auf den guten Weg auch gehen können. Das Wichtigste ist an diesem Punkt die Gedankenkontrolle. Und die Gedankenkontrolle ist das, was unser Leben beeinflusst. Denn wenn ich eine Richtung denke, die unsauber ist und die das immer wieder kultiviert, die Sexuelle, dann wird das auch sich immer mehr festsetzen und wird mein Leben prägen und wird auch in meinen Worten und Taten immer mehr sichtbar werden. Aber wenn ich diese Gedanken zur Seite schiebe und wenn ich sage, ich möchte mich mit guten Gedanken füllen, wird das auch in meinem Leben entsprechend sichtbar werden. Wir müssen unsere Augen, Ohren und Sinne überwachen. Warum? Weil was wir sehen, was wir hören, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, das beeinflusst uns, unser Denken sehr stark. Und gerade unser Denken sollen wir ja kontrollieren. Und deswegen können wir es besser kontrollieren, wenn wir das, was wir sehen, was wir hören, auch entsprechend durch einen Filter laufen lassen, was gut und was nicht gut ist. Triebe, Leidenschaften und Gefühle sollen überwacht werden. Sie sind da, sie sind gut, Gott hat sie uns gegeben. Man kann nicht sagen, die katholische Kirche sagt jetzt, Sexualität ist generell schlecht und das darf nie gemacht werden, aber nur wenn man Kinder zeugt, dann ist es erlaubt. Das ist zwar auch eine Sünde, aber eine erlässliche Sünde. Aber
in der Bibel finden wir was anderes. Sexualität ist generell was Gutes, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, aber für die Ehe. Und deswegen sollen wir mit unserem Verstand unsere Gefühle, unsere Triebe kontrollieren und wir so ausleben, wie es im Rahmen Gottes gut und richtig und wichtig ist. Während Satan uns versucht, diese Triebe und Leidenschaften auszuleben außerhalb des Rahmens, den Gott uns dafür gegeben hat. Deswegen liest die Bibel unter Gebet, die persönliche Beziehung zu Gott, Jesus kennenlernen, Gott kennenlernen in seinem Wort, mit ihm im Gebet verbunden sein, dass wir ihm nahe kommen im Gebet, dass er uns Kraft gibt im Gebet. Jesus war manchmal die ganze Nacht mit Gott im Gebet verbunden, weil er sich von Gott die Kraft geholt hat zum Überwinden. Natürlich hat Jesus auf allen Gebieten auch Versuchungen gehabt, aber er hat überwunden durch Gottes Kraft, durch die Verbindung mit Gott. Wir sollten die Augen verschließen, um nicht Böses zu sehen. Jesaja 33 haben wir diese Verheißung, wo Gott sagt, wenn wir unsere Augen verschließen, dass wir nichts Böses sehen, unsere Ohren verschließen, dass wir nichts von Blutschuld hören und uns nicht bestechen lassen und so weiter, dann werden wir auch Gottes Schutz haben und Gott wird bei uns sein. Deswegen, wir sollten unsere Augen verschließen vor den schlechten Dingen. Unsere Ohren zuhalten, um nichts Schlimmes zu hören. Unsere Zunge hüten, um nichts Unanständiges zu reden. Denn was wir selber reden, beeinflusst uns selbst auch wieder. Deswegen sollte man auch über seine Zunge sehr genau da sich unter Kontrolle haben und das auch steuern. Untätigkeit vermeiden. Untätigkeit, nichts tun, ist nicht gut. Übermäßiges Lernen auch vermeiden. Denn wenn wir übermäßig angestrengt werden, im Lernen, im Denken, bei der Arbeit, dann kann das schnell dazu führen, dass man einen Ausgleich versucht, um irgendwo den Druck abzulassen. Und dann kann das natürlich auch dann in irgendwelchen unkontrollierten Dingen führen, die auch die sexuellen Dinge betreffen. Bewegung ist wichtig für reine Gedanken. Durch Bewegung werden gewisse Hormone freigesetzt im Körper, Endorphine. Und das führt dazu, dass wir besser denken können, dass unser Kopf, unser Körper besser durchblutet wird, dass unser Frontallappen besser durchblutet wird, dass wir besser denken können, besser feineres Gewissen bekommen, dass wir stärkeren Willen bekommen. Das sind alles Dinge, die die Bewegung bewirkt. Ja, deswegen ist Bewegung wichtig, um reine Gedanken zu haben und auch um Selbstbefriedigung zu überwinden, beziehungsweise auch gar nicht erst zu tun. Satan redet Jugendlichen ein, dass sie sagen, naja, einmal nachgeben ist doch nicht so schlimm. Und einmal ist kein Mal. Und das ist wie beim Rauchen. Ja, dass man sagt, okay, ist doch nur einmal, ist doch nichts Schlimmes. Aber das Problem ist, wenn man das einmal geschmeckt hat und dann auf den Geschmack gekommen ist, dann kommt manchmal ein Rattenschwarz hinterher und man kommt nicht mehr los davon. Wagt ihr nicht auf verbotenes Gebiet. Auch nicht ein einziges Mal. Sage gleich Nein dazu. Und wenn es dir zur Gewohnheit ist, das nicht zu tun, dann wird es auch irgendwann für dich überhaupt gar keine Versuchung mehr sein, weil du automatisch Nein sagst, wenn so etwas an dich herangetragen wird. Jeder hat die Kraft, sich zu beherrschen, wenn er nur will. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Weil Gott ist stärker als jede Sünde, Gott ist stärker als jede Versuchung, Gott ist stärker als jede Sucht. Und wenn Gott in unserem Herzen wohnt, dann kann Gott in uns die Sünde überwinden, die Sucht überwinden. Wenn wir aus eigener Kraft es versuchen, dann werden wir oft scheitern. Manche Menschen haben starken Willen, die schaffen das vielleicht, aber Gott möchte uns den Sieg schenken durch seine Kraft. Wenn jemand schwach ist, steht Jesus ihm bei. Jesus wird ihm den Sieg schenken. Wir dürfen Gott vertrauen, in der Herde Christi bleiben, weil in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, wir uns gegenseitig unterstützen können, wir uns gegenseitig helfen können, auf dem guten Weg zu bleiben und das zu tun, was Gott sagt. Ein Zitat: Wie führe ich mein Kind? Seite 262. Dort heißt es: Gemeinschaft mit Gott und Liebe zu ihm, Heiligung, Überwindung von Sünden, das sind Dinge, die erfreuen. Wenn man im Wort Gottes liest, wird die Fantasie nicht missbraucht und Leidenschaften entfesselt, wie es bei manchen Romanen der Fall ist. Durch das Wort Gottes wird das Herz erweicht, erhoben und geheiligt. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir von heftigen Versuchungen überfallen werden, dürfen wir beten. Welch ein wunderbares Vorrecht. Sterbliche Wesen aus Staub und Asche werden durch die Vermittlung Jesu zum Audienzsaal des Allerhöchsten zugelassen. In solchen Lebenslagen wird die Seele in geheiligte Gemeinschaft mit Gott gebracht.
Erkenntnis und wahre Heiligung werden erneuert und der Mensch wird gegen die Angriffe des Feindes gewappnet. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Dass wir das erleben, wie Gott in unserem Leben mehr und mehr Raum gewinnt. Dass wir mit Gott verbunden sind, ihm vertrauen. Dass seine Kraft in unserem Leben sichtbar wird. Dass der Heilige Geist uns hilft, Nein zu sagen zur Sünde. Ja zu sagen, uns mit guten Dingen zu beschäftigen. Und wenn wir das tun, werden wir selbst Jesus immer ähnlicher werden und wir werden unseren Kindern ein Vorbild sein können, dass sie auch den guten Weg gehen können. Und dass wir ihnen auch durch unser Vorbild und auch durch unser Reden, dass wir ihnen den guten Weg zeigen können und sie dahin führen können. Deswegen, Erziehung heißt in erster Linie Selbsterziehung. Dass wir selbst lernen, dass wir selbst Fortschritte machen und dass wir, dass Gott uns Gnade gibt, dass unsere Kinder uns den guten Weg folgen. Ich lade euch ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du in uns wohnst. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast und dass du uns auch befreien möchtest von der Macht der Sünde. Herr, die Sünde ist so stark und die Versuchungen sind so stark und die Süchte sind so stark, aber du bist stärker. Du hast die Sünde und den Tod und der Satan besiegt. Wir bitten dich, schenk du uns auch den Sieg in unserem Leben. Hilf, dass wir von diesen Dingen, die uns so anhaften und so anlasten und manchmal so fertig machen, dass wir davon frei werden, dass du uns davon frei machst, dass du uns hilfst, dass wir auch auf sexuellem Gebiet rein sein können, dass wir keine Pornografie anschauen, dass wir keine Selbstbefriedigung praktizieren, sondern dass wir dort ganz sauber sind, weil du es möchtest, weil du uns rein und sauber erhalten möchtest. Vergib du uns, wenn wir da gefehlt haben, wenn wir gefallen sind. Und lass du uns dir jeden Tag ähnlicher werden. Gib dir uns deinen Heiligen Geist. Gib dir uns Kraft und Stärke, unser Leben nach deinem Willen auszurichten. In Jesu Namen. Amen. Das Thema nächstes Mal, Teil 17, lautet: Erweckt die geistlichen Kräfte. Ein schönes Thema, ein wichtiges Thema. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch Gottes Segen für diesen Tag noch. Kommt alle gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.